Hallo Leute und willkommen zurück zu Banjo-Tooie, zum letzten Part dieses Let's Plays. Wir sind mitten im Kampf gegen Gruntilda, allerdings hat sie nur noch ein Leben und ist ja somit gut vorm Ende. Jetzt haut sie nur noch Sprüche raus, also eher gesagt Flüche, wie sie es nennt, und will uns damit jetzt eins überbraten, aber ich würde mal sagen, es ist an der Zeit, ihr nun den Gnadenstoß zu bereiten. Ja, ein Leben hat sie nur noch. Trotzdem müssen wir immer noch aufpassen, dass sie uns auch jetzt nicht trifft. Ich muss mich jetzt erstmal wieder per C-Knöpfe bewegen. Okay, ich habe sie einmal wieder getroffen. Aber ob das reicht, weiß ich halt nicht. Aber anscheinend nicht. Sie hat immer noch ein Leben. Egal, wir hauen einfach mal gleich ein paar Eier gegen sie. Und zack. Ja, vielleicht muss man sie im richtigen Moment, glaube ich, treffen, oder? Oder wie ist das? Weil sie hat ja immer nur ein Leben. Ja, stimmt. Jetzt ist sie besiegt. Ah, oh nein. Der Fluch. Ich habe ihn fallen gelassen. Schafft ihn schnell weg, bevor er... Ja. Und damit hat die Alte sich in die Luft gesprengt. Wow. Und von Grunty ist nichts mehr übrig. Na, der haben wir ihr Winky Bonnien gezeigt. Nicht, Banjo? Allerdings, und wie? Komm, gehen wir runter zu Bonnets Party. Gute Idee. Was? Woher, von woher weiß denn Kazooie Bescheid, dass Bonnets eine Party macht? Genau, well done, Banjo und Kazooie. Aber wie scheint, ist die Party gar nicht mehr so im Gange, wie wir es uns vorgestellt hatten. Die pennen alle. Ziemlich ruhig für eine Party. Ja. Wer zu spät kommt, wa? Hey, Brennschlange! Wo ist die Party? Überall liegen Pizzastücke rum. Nun, die ist leider vorbei. Dieser Klungo hatte solchen Hunger, dass kein Krümel mehr übrig ist. Ach du Scheiße. Mumbo wollte tanzen. Ja. Und da fliegt der Kuchen vom Teller. Großer Haufen Mist! Das ist alles deine Schuld! Superhirn! Hättest du die alte Hexe doch schneller erledigt! Ja genau, und jetzt schiebt das noch auf uns! Wenigstens habe ich mich nicht feige in meinen Löchern versteckt! Du blöde Feder! Was für eine Beleidigung! Dumme Wumba auch versteckt in Wigwam! Du Klapperhalten! Oder Wumba verwandeln! Schallratten in Frosch! Ich mache eine Goldstatue, treten in Wumbas Hintern! Jetzt catchen sie sich erstmal alle, oh Mann! Aufhören, und zwar alle! Streitet euch gefälligst draußen! Kazooie hat eine bessere Idee! Habt ihr Lust auf einen Hecki-Hexack? Was soll das denn sein? Hecki-Hexack? Was soll das denn sein? Oh, jetzt hat er das genau dasselbe gesagt. Du wirst schon sehen. Cool. Ja, solche Abspannsequenzen sind einfach nur richtig schön mit anzuschauen. Man sieht ja, die sind voller Humor. Ist einfach so ein richtig schöner Abschluss nochmal, finde ich, für so ein schönes Spiel. Ja, genau, und jetzt spielen sie mit Gruntis Kopf. Volleyball. Geil. Und die ganze Zeit ist die alte Hexe am Schreien. Genau, Banjo spielt Fußball. Nimm dies, Schrappenleine. Das viel Spaß sein. Genau. Oh, cool. Mumbo, korrekt. Mega Spaß. Schieß sie rüber zu mir. Ach ja, zu herrlich. Das Ende von Banjo-Tooie. Oh, da ist ein Auge rausgefallen. Ups, da kullert ein Hexenauge. Das wird euch noch leid tun. Euch allen. Wartet nur auf Banjo-Tooie. Wohey, und da ist wieder der gute... Ja, diesmal auf dem UFO. The End. Aber Gruntilda hat gesagt, wartet auf Banjo-Tooie. Also auf den dritten Teil. Naja, das war ja eine große Enttäuschung. Was? Das war alles? Das war der ganze Abspann?
Wow, den habe ich echt länger in, noch in der Erinnerung. Das ist ja übel, dass der jetzt schon vorbei ist. Das war alles? Da war der von Banjo-Kazooie ja echt schon schön in die Länge gestreckt worden. Naja, okay, den Abspann gab es ja schon vorher. Aber naja, gut, dann drücken wir das mal weg. Das ist immer noch derselbe. Hier ist unser schöner Spielstand. 18 Stunden, 29 Minuten, 90 Puzzle los. Nicht nur das, wir haben ja auch alles andere eingesammelt. So, alles klar. Wow, damit wäre dieses Projekt zu Ende. Es wäre beendet. Wir haben alles eingesammelt, was es einzusammeln gibt. Und wir haben das Spiel schön genossen mit allen Dingen, die es nur gibt. Wir haben alles gesehen, was es zu sehen gibt. Dann zeige ich euch nochmal ein bisschen genauer jetzt hier das nochmal, ja, diesen Screen hier. Keine Ahnung, wie man das jetzt nennt, das Menü. Hier kann man löschen, da wird die Banjo-Hand rot. Aber wir wollen unseren schönen Let's Play-Spielstand natürlich nicht löschen. Das hier ist der Multispieler. Das ist, der findet so statt, das ist auch so in dieser Besu-Kazooie, also auch so in diesem Schießmodus. Naja, Ego-Perspektive sozusagen. Und da muss man halt die anderen Spieler abknallen und da kann man dann irgendwie auch Jam-Jars, Wumba, Mumbo, Grunty, Klungo spielen. Keine Ahnung, wen es da alles gibt. Auf jeden Fall so die Hauptcharaktere eher. Da oben ist, glaube ich, Kopieren. Genau, das wird Banjos Hand grün. Dann gibt es hier Spieleinstellungen, die aber eher unwichtig sind. Zum Beispiel Bildoption, Bildumfang, dann die Sprache. Kann man alles komische umstellen. Hier ist das eher Interessante. Denn hier kann man sich nochmal alle Minispiele angucken und auch spielen. Hier, Steinballturniere sind hier. Das Dynamindepot. Ja, die Scooter, Hula-Hupf. Also so alles nach schön nach den... schön nach den Levels irgendwie eingeteilt, so ähnlich. Boah, wie viele es jetzt am Ende noch hier in der Dings gab, ne? Hier, Goldtopf, Bacillus Minimus und Vespos Nest. Also hier in Wolken Wonneland gab es 3 Minispiele. Und hier am Ende noch der Tragödienturm mit dem Quiz. Gibt's auch nochmal alle 3 Runden zu spielen, wenn man Lust hat. Und natürlich das Highlight, die Endgegner. Kann man auch nochmal alle sehen. Klungo, Klappe, die erste, Klappe die zweite und Klappe die dritte. Tagizan, Briketto, Blanco, Hef, Flicken, Fürst von Fuck Fuck, Terry und so weiter. Mingi Jongo und Hack 1. Also den Endboss kann man auch nochmal spielen. Und dann gibt's Film. Da kann man sich alle Sequenzen nochmal angucken. Einleitung, König Jingelings Zombifizierung. Entzombifizierung und Sanierung. Grunty ist besiegt, das haben wir eben gerade beides hier gesehen. Und dann gibt es noch die Mitwirkende, das was der, ja, das nach dem Tragödienturm. Und hier ist jetzt das Hauptding, Aufzug der Charaktere. Das habe ich noch nicht gesehen und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Das ist der Lohn für alle 90 Puzzlos. Okay, ist das jetzt der Abspann, den wir im Tragödienturm gesehen haben? Nee, Darsteller, der goldene Goliath. Darsteller, genau. Ach so, jetzt werden nochmal alle Charaktere gezeigt, oder wie? Eutiri. Na okay, die Namen kriegt man ja gar nicht so richtig raus von allen Charakteren. Also ist schon mal ganz gut, wenn man das auch nochmal sieht. Ich finde das nochmal als, so zum Abschluss nochmal ganz gut. Schlummer. Ja, die Schlange, genau. Ja, auf jeden Fall ist das ein sehr schöner Abschluss. Also, dass der Kampf jetzt am Ende so schnell vorbei sein würde, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht. Offizier Kaidulas. Ja, der hat uns nie reingelassen. Nur wenn man Steini war. Obwohl er uns durchschaut hat, hat er uns dann am Ende doch noch reingelassen. Chef Blutarzin. Die haben alle so komische Namen irgendwie. Ja, Banjo-Tooie, ein super tolles Spiel, finde ich. Hat richtig Spaß gemacht mir dieses Let's Play. Ich hoffe euch auch. Und ja, aber am Ende, also wirklich, der Abspann war echt etwas kurz. Hätte ich nicht gedacht. Und aber na okay, dass das jetzt freigeschaltet wurde, nur weil man jetzt alle 90 Puzzlos hatte. Okay, gut. Ist nichts richtig Spektakuläres, aber naja, man sieht nochmal alle Charaktere schön. Finde ich, ist nicht schlecht gemacht. Ja. Dann schauen wir uns das, würde ich mal sagen, nochmal schön zu Ende an, als schönen Abschluss. Und dann, denke ich mal, wird das Let's Play an der Stelle dann auch beendet sein, weil die Endbosse jetzt nochmal neu zu machen, das wäre ja zum Beispiel auch sinnlos. Also die Bosse werden auch nochmal schön gezeigt.
Briketto Blanco. Ja, Mann. Also, auf jeden Fall, das Let's Play hat mir riesig Spaß gemacht. Wie gesagt, Banjo-Tooie ist ein super Teil für die N64. Also, schon eines der besten Rare-Spiele überhaupt. Weil Banjo-Kazooie, finde ich, ist sowieso das beste Werk von Rareware. Weil das Spiel macht einfach riesig Spaß. Das kann man immer wieder spielen. Aber was ich an der Stelle jetzt nochmal sagen muss, ich finde, ehrlich gesagt, der erste Teil ist doch besser als der zweite. Der zweite ist zwar auch jetzt richtig geil gewesen, gab es richtig schöne Sachen, ist auch wirklich um einiges länger geworden und auch etwas schwieriger, muss ich sagen. Also den ersten Teil renne ich jetzt manchmal doch schon ein paar Stündchen durch, also das ist echt, der erste Teil ist so richtig schön zur Entspannung irgendwie, aber das ist nicht wirklich schwer, der erste Teil. Da rennt man halt die ganze Zeit ein bisschen in die Welten rum und sammelt da ein bisschen ein paar Sachen ein. Finde ich immer, ist ganz cool geworden. Hier ist das doch ein bisschen mehr auch auf Konversation aus, fällt mir gerade so auf. Wenn man jetzt doch hier die ganzen Charaktere sieht, ist doch ein bisschen mehr Konversation dabei und ist ein bisschen mehr humorreicher. Also ist schon im Großen und Ganzen ein sehr schönes Spiel, was ich nur empfehlen kann, dass das jeder mal schon mal wenigstens angespielt hat, weil es macht ja auch riesig Spaß. Aber man sollte schon vorher irgendwie Banjo-Kazooie gespielt haben, also den ersten Teil, weil das einfach ja von der Story her dann auch besser passt, finde ich. Weil der zweite Teil hier, der knüpft ja direkt an den ersten Teil an. Specky. Ja, da der Mutant mit seinen drei Armen, ey, boah, voll ekelhaft. Sein Blick ist auch nicht gerade wirklich sehr erfreut. Captain Holzauge, der ja irgendwie mal Banjo-Kazooie Hauptdarsteller sein sollte. Also der sollte anstelle von Banjo-Kazooie spielbar sein. Aber das haben sie dann irgendwie doch geändert. Bin ich recht froh drüber, wenn ich den Typen da so sehe. Also von Piraten halte ich sowieso nicht so viel. Also von daher bin ich doch schon ganz, ganz froh, dass es irgendwie Banjo, also ein Bär ist und ein Vogel. Das ist irgendwie eine lustige Kombination, die halt nicht üblich ist. Und dadurch ist das Spiel irgendwie lustig gemacht. Ja, lass mich raten, der eine heißt Alf, der andere Bet und der andere Gamm oder so ähnlich. Alpha, Beta, Gamma. Betty. Na, okay. Oh, mit seinen beiden Laserkanonen da, habt ihr gesehen, wie er die so gedreht hat, finde ich cool. Und Gammo. Na, okay, haben sie ja wenigstens noch schöne Namen draus gemacht. Ja, die drei Aliens, du. Die uns die ganze Zeit eigentlich vom Ding her nur beleidigt haben. Cross Gebraten! Oh, mein Lieblingscharakter. Fast eigentlich nur wegen den Namen. Cross Gebraten. Finde ich zu geil gemacht. Oder hier First von Fuck Fuck. Ja, auch wirklich viele Namen dabei, die echt schön lustig sind. Wirklich, finde ich, sind gut gelungen. Auf jeden Fall. Dumpo. Ja. Der freut sich jetzt. Jetzt hat er genug Wasser. Sollte wohl bis Ende der Banjo-Kazooie-Ära reichen. Wa? Ja, auf jeden Fall der dritte Teil, um darauf nochmal zuzukommen. Eine Felsnuss, genau. Eine Felsnuss. Er hat noch nicht mal einen richtigen Namen bekommen. Er ist einfach irgendjemand des Felsnuss-Clans. Naja, wegen des dritten Teils. Grunty hat ja, oder Grunty besser gesagt, hat ja angekündigt, ja, warte nur ab auf Banjo 3, dann werde ich es euch zeigen. Aber, naja, wirklich, dieser Banjo 3 Teil kam nie raus. Also, es gibt ja noch einen Gameboy Teil, für Gameboy Advance, der zwischen diesem, zwischen Banjo-Kazooie und diesem Teil hier spielt. Sozusagen könnte man sagen, das ist Banjo-Kazooie 1.5 oder so ähnlich. Also so richtig so dazwischen. Falls ihr wissen wollt, was da passiert, da wird Gruntildas Geist, also sie steckt ja noch unter dem Fels und wird von, also Klungo baut dann Roboter und der Geist von Gruntilda, der sich noch unter dem Felsen befindet, wird dann in den Roboter übertragen und der Roboter ist dann die neue Grunty sozusagen und da kann man dann wieder neue Moves lernen, beziehungsweise alte Moves lernt man wieder neu. Tramponadon. Ja, der war cool. Ja, und der Gameboy-Teil ist gar nicht so schlecht. Den habe ich erst kürzlich sogar... Schlingosaurus und Futter.
Geil gemacht. Den frisst er jetzt bestimmt noch gleich. Wow, scheiße, Mann. Ja, ist schon nochmal lustig gemacht. Terry, auch ein Boss gewesen. Ja, und den GBA-Teil habe ich kürzlich auch nochmal durchgespielt. Ja, der hat auch Spaß gemacht, aber er ist nicht unbedingt notwendig. Also die beiden 3D-Spiele hier sind um einiges besser geworden, muss man sagen. Aber da sammelt man auch nur irgendwie Puzzleteile, lernt dann ein paar Moves durch Noten und dann war's das. Schmuddel. Ja, und bezüglich Banjo 3 nochmal. Ein dritter Banjo-Kazooie-Teil ist ja erschienen, der sozusagen ja auch direkt hier wieder an den zweiten Teil anknüpft. 10 Jahre irgendwie später oder so ist es dann, die sind sozusagen, ist dann auch alles 10 Jahre älter in dem Spiel. Und ja, der Teil heißt Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, also im Englischen, im Deutschen Schraube locker. Der Teil ist, es ist kein schlechtes Spiel, ja, aber der Teil ist halt eben, der bricht so den typischen Banjo-Kazooie-Stil, weil er halt nicht so wie der erste und zweite Teil funktioniert und auch nicht wie der GBA-Teil, ja, das ist ein komplett neues Spiel. Das Spiel basiert nämlich eher so auf Bauen eines eigenen Fahrzeugs, was auf Land, im Wasser und im Flug sein kann, also so Diddy Kong Racing, nach der Masche so ungefähr. Und ja, das Spiel, da kann man zwar auch puzzellos sammeln, aber das halt alles so eher so aus Metall und man hat alle Moves verlernt, die kriegt man auch nicht mehr wieder. Und ja, dann hat Kazooie so einen Schraubenschlüssel und damit kann man dann bestimmte Gegenstände sozusagen herumbewegen. Und Leute, man kann in dem Spiel auch nicht sterben. Es gibt meist so Aufgaben, so Quests eher gesagt, in dem Spiel, die man halt meistern muss. Man sieht noch alte Charaktere, auf jeden Fall alle wieder. Das finde ich auch ganz gut gemacht. Die haben sie alle wieder aufgegriffen. Aber es sind halt so neue Herausforderungen. Und dann, wenn man die meistert, die sehen halt so aus. Entweder man muss irgendwas transportieren oder muss ein Rennen gewinnen oder muss irgendwas machen. Keine Ahnung, das kann man schwer beschreiben. Das Spiel muss man sich selber mal irgendwie angucken. Dann weiß man genau, was ich jetzt meine, also wer das Spiel nicht kennen sollte. Ich habe den Teil durchgespielt. Wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel, aber für mich ist es halt irgendwie, es bricht so die Banjo-Kazooie-Ära komplett. Weil es einfach nicht nach der alten Masche geht. Man springt nicht mehr schön in den Leveln rum und trifft neue Charaktere. Naja, okay, man trifft schon neue Charaktere und es gibt schon Konversationen. Und ist auch humorvoll gestaltet wieder. Aber man hat halt diese alten Moves nicht mehr. Und man sammelt nicht mehr die ganze Zeit so auf die alte Masche Noten und Puzzlos, wie es üblich war in dem Spiel hier. Sondern man fährt da ein bisschen rum und dann muss man halt immer nur die Aufgaben lösen. Ja, macht zwar auch Spaß, aber wie gesagt, das ist halt so ein ganz anderes Spiel fast. Also, ist fast gar nicht mehr ein Banjo-Kazooie-Spiel. Man kann sagen, es ist ein eigenes Spiel, aber basiert halt auf die Charaktere und auf den Stil von Banjo-Kazooie so ähnlich. So kann man sich das ungefähr vorstellen. Also von wegen auch noch immer Noten und Puzzlos sammeln, aber halt auf die eigene Art des Spiels. Naja, falls euch das mal interessieren sollte, falls ihr das Spiel nicht kennen solltet, könnt ihr euch ja mal ein Gameplay angucken auf YouTube hier. Kann nicht schaden, das Spiel hat auch eine sehr gute Grafik bekommen, sieht alles sehr schön realistischer aus, ist für die Xbox 360 erschienen. Und leider auch für keine andere Konsole, weil Microsoft ja zu dieser Zeit hier, zu Banjo-Tooie-Zeiten, Banjo-Kazooie, ja noch bei Nintendo ja noch gearbeitet hat, aber jetzt mittlerweile für Microsoft arbeitet und daher auch nur noch die Spiele, die sie damals für die Nintendo 64 produziert haben, jetzt für die Xbox 360 erscheinen. Darunter natürlich auch Banjo-Kazooie. Wobei jetzt habe ich öfters mal im Internet gelesen, es soll ein Gerücht rumgehen, dass für den Nintendo 3DS bald irgendwann ein Banjo-Kazooie Remake erscheinen soll. Also ein neuer 3DS-Teil, aber halt Banjo-Kazooie. Würde ich ganz cool finden, so in einer schönen neuen Grafikauflage. Hat mit Zelda und mit Mario-Spielen gut funktioniert.
Also Mario wurde jetzt nicht geremaked, aber sind neue Spiele erschienen und grafiktechnisch, wenn man sich zum Beispiel Mario 3D Land anguckt, sehr schönes Spiel und ist auch sehr, sehr gut gelungen, finde ich. Und würde ich nicht schlecht finden, wenn das für mit Banjo-Kazooie passieren würde, denn Nintendo hat nicht abgestritten, dass sie mit Microsoft einen weiteren Banjo-Kazooie-Teil für den 3DS machen könnten. Das stand halt so da drin und daraus habe ich halt interpretieren können, naja, vielleicht wird dann ja ein neues Spiel erscheinen und viele haben auch so gesagt, sie warten schon drauf und würden sich sehr freuen. Naja, aber steht alles in den Sternen, da kann ich euch jetzt auch keine falsche Hoffnung machen. Also ich hoffe immer noch dran, dass das passieren wird, aber wenn, wahrscheinlich auch erst in nächster Zeit. Naja, gut, das war erstmal so alles, was ich jetzt noch zum Abschluss mir vorgenommen hatte zu sagen. Ja, geht schon recht lang, muss ich sagen. Bottles und Grill, ja. Den Fisch kennt man ja auch aus dem ersten Teil. Da wurde der, lag der auf dem Grill, daher wahrscheinlich auch der Name. Ja, und Klungo, dem wir ordentlich dreimal auf die Nuss gegeben haben. Aber, nee, war schon ein schönes Spiel. Das Let's Play hat mir auch riesig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, war ein richtig tolles Let's Play. Hat auch mit euch sehr viel Spaß gemacht und danke auch ein bisschen an die Unterstützung, die ihr mir manchmal gegeben habt. So, manchmal habt ihr ja Kommentare geschrieben, schaut da nochmal nach oder achtet mal ein bisschen mehr darauf. Fand ich ganz nett von euch, hat mich gefreut. Ja, und jetzt schauen wir uns nochmal gemeinsam hier schön nochmal das Ende an. Jam Jazz, der uns immer unten kommandiert hat. Ja, und den wir nur einmal ohne seine Sonnenbrille gesehen haben. Wumba Wumba, ja, ich denke mal, jetzt geht's dann doch recht zum Ende zu. Jetzt sieht man doch am Ende nochmal die Hauptcharaktere. Ja, schön. Nee, die natürlich nicht. Blaubelda! Ja, die ist ja als erstes draufgegangen. Alter, schaut mal deren Hängebrüste an. Oh mein Gott. Mingala. Und sie ist genau das Gegenteil von ihr. Das finde ich einfach so lustig. Und Gruntilda ist halt so ein Mittelding von ihr. Und Gruntilda. Ja, die sich selber am Ende halt in die Luft gesprengt hat. Und nur noch ihr Kopf übrig blieb. Und selbst ihr Hut am Ende noch nicht mal da war. Nur noch ihr Kopf. Mumbo Jumbo. Ja, eigentlich wird er ja Mumbo ausgesprochen. Weil im Englischen Mumbo. Und natürlich Banjo und Kazooie. Na, wo ist Kazooie? Die fehlt jetzt noch. Und natürlich Banjo. Ja, toll. Ende. Und Kazooie! Na klar. Haben sie nochmal beide getrennt. Finde ich ganz gut gemacht eigentlich. Dann sieht man beide nochmal in schöner Pracht. Also wirklich, Banjo-Kazooie ist ein wirklich sehr tolles Spiel. Also es macht mir immer Spaß, das wieder neu durchzuspielen. Also wer das noch nicht gespielt hat, unbedingt mit dem ersten Teil anfangen. Und sich dann mit an Banjo-Tooie ranmachen. Dann hat man auf jeden Fall, ja, einen sehr schönen Spielegenuss auf jeden Fall. Also, das Spiel hat schon richtig Spaß gemacht und das Let's Play auch. Ich hoffe, es hat euch genauso gefallen, wie mir dieses Spiel gefallen hat und auch zu zocken, weil es ist ja lange her, dass ich es gespielt habe und jetzt kenne ich dieses Spiel endlich wieder. Ja, besonders auch die ganzen N64-Spiele habe ich alle fleißig neben meinen Let's Plays auf der Konsole weitergezockt und kenne jetzt nahezu alle guten N64-Spiele wieder alle in- und auswendig. Also, Nintendo 64 ist schon eine geile Konsole, kann ich nur dazu sagen. Alles klar, Leute. Dann habe ich nur alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich bedanke mich recht herzlich, ja, fürs Zuschauen, für eure Unterstützung, für eure Kommentare, für eure Likes. Einfach für alles. Ihr seid die Besten. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Projekt irgendwann wieder. Und bis dahin verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Projekt, Leute. Ciao, bis denn.